Hallo, eine sehr, sehr schöne Perspektive. Und mein Handy vibriert gleich, nachdem ich angefangen habe. Die ungeschminkte und ungekämmte Wahrheit. Ich liege tatsächlich jetzt noch im Bett. Es ist Sonntag, der 24. Ich hoffe, ich vertue mich nicht, aber ich glaube, der 24.11. Denn nächste Woche ist ja schon der erste Advent und der 1. Dezember. Und natürlich will ich meine Smash-Vlogs wieder pünktlich zum ersten Advent online bringen. Das heißt, ich muss natürlich eine Woche eher starten. Und deswegen starte ich jetzt das Video hier im Bett am Sonntag. Nach dem Schauen von Videos. Ich habe tatsächlich, ist es jetzt 4 Nachmittag, so einen richtigen Gammeltag heute gehabt. Bis jetzt, denn jetzt kommt dann mein Papa und fährt uns zum Dinner in the Dark. Das ist das Einzige, was wir heute so machen. Ja, im Dunkeln essen. Bin auf jeden Fall schon mega gespannt, wie es wird. Hat eine Kollegin empfohlen, das hat mein Mann zu Valentinstag bekommen dieses Jahr. Und das müssen wir jetzt natürlich irgendwann auch einlösen. Und ich wurde aber schon vorgewarnt, dass man auf jeden Fall nicht selber fahren soll, denn egal, ob man mit Wein oder Bier das Essen genießt, es wird immer nachgeschenkt und man merkt selber nicht, wie viel das man trinkt, weil es ist ja dunkel. Ich werde auf jeden Fall die nächsten 4-5 Wochen am Sonntag immer den Xmas-Vlog online bringen, wo ich auf jeden Fall hoffentlich viel mit Weihnachten zu tun haben werde. Heute habe ich mich mal noch einigermaßen entspannt bis jetzt, weil nächste Woche wird es auf jeden Fall sehr stressig, denn ich muss die ganze Woche Nachtschicht arbeiten und mein Neffe kommt noch zu Besuch und dann werde ich noch schmücken und dies und das und es wird etwas anstrengend. Und ich habe mir gedacht, ich fange das Video einfach damit an, indem ich euch meine Tagesroutine zeigt, meine Morgenroutine, also so wie ich mich zusammenrichte, sowohl morgens als auch abends, weil ich will natürlich nicht so ins Dinner in the Dark gehen. Angezogen habe ich mich natürlich schon und jetzt geht's ins Bad, um mich zusammenzurichten und da nehme ich mich. So, nun bin ich im Bad. Ich brauche natürlich wieder meinen wunderschönen Haarreifen, bevor ich anfange und dann stelle ich euch so die Produkte vor, die ich verwende. Aber als erstes brauche ich unbedingt ein Deo, da verwende ich einfach gerade ein billiges von Edeka und dann erstmal Gesicht auswaschen. Dann natürlich nochmal Zähne putzen. Da verwenden ich und mein Mann gerade dieses Signal. Ich glaube, die hatte ich in der Glossybox drin, wenn ich mich nicht alles täusche. Ich muss sagen, weiße Zähne, finde ich, macht die schon ein bisschen. Jetzt nicht total, aber ein bisschen, glaube ich. Aber dafür ist der Geschmack mega eklig. Also finde ich. Ich weiß nicht, was mein Mann dazu sagt, aber er verwendet sie also. Und dazu verwende ich aus meiner Foxybox dieses Coco Bay Pulver. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob das wirklich was bringt, aber wir probieren es jetzt einfach. Beziehungsweise ich verwende schon seit einer Woche. Genau, ich habe jetzt meine Zahnpasta etwas nass gemacht und das tauche ich jetzt einfach hier ein bisschen ein, sodass es ein bisschen voll ist und dann wird Zähne geputzt. Also bis auf meinen schwarzen Zahn, aber der wird nicht besser, ist es, glaube ich, nicht schlecht. Ich habe Hauses einen total schlechten Zahnschmelz, also meine Zähne sind da sehr, sehr anstrengend. Und ich habe auch immer sehr viele Löcher, obwohl ich wirklich regelmäßig Zähne putze, zweimal am Tag. Ja, dann geht's weiter als nächstes mit meinem Serum. Und zwar verwende ich gerade das Bio-Effekt EGF Serum. Das hatte ich mal in der Lookfantastic Box auch drin. Das finde ich nicht schlecht. Ich muss sagen, wenn ich mich schminke, und das tue ich ja jetzt, ist es auf jeden Fall eine gute Pflege. Und ich denke auch sehr gut für wirklich trockene Haut. Aber ich muss sagen, wenn ich das jetzt nur so drauf gebe, ohne dass ich mich schminke, ist es zu viel für mein Gesicht. Also man merkt, es ist richtig pflegend, richtig pflegend. Aber wenn ich mich jetzt nicht schminke, wird mein Gesicht so schnell fettig, finde ich. Also schneller als sonst. Ich habe halt eine Mischhaut. Deswegen ist meine Haut auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, dass das Serum super perfekt ist für wirklich trockene Haut. Aber für mich ist es nur gut, wenn ich mich schminke, weil das trocknet meine Haut ein bisschen aus und dann gleicht sich das perfekt aus. Und deswegen, ich verwende es trotzdem auch, wenn ich mich nicht schminke, aber dann muss ich meistens Mittag mein Gesicht auswaschen, weil dann wird es unangenehm. Und ich verwende von Ren Clean Skincare Evercolm Global Protection Day Cream. Die hatte ich auch tatsächlich mal in der, ich hoffe, ihr könnt sehen, in der Lookfantastic Box drin. Ich bin sehr sparsam mit den Produkten. Ich verwende die jetzt tatsächlich schon sehr lange. War bald ist sie leer. Die finde ich auch mega reichhaltig. Habe ich vor allem letztes Jahr im Winter total gerne verwendet. Ja, und sie hat mir tatsächlich bis jetzt gehalten. Ich bin wirklich sehr sparsam mit den Produkten, obwohl ich so viel habe. Ich versuche jetzt schon immer etwas mehr zu benutzen, aber ist echt gar nicht so leicht. Dann eingecremt und ich brauche dann noch, als nächstes brauche ich meine Augencreme. Da verwende ich gerade von Polar die Creme
Icy Magic, die hatte ich mal in der My Little Box. Merke ich ehrlich gesagt nicht so viel, dass die was macht. Da fand ich die Alverde Creme besser, die kühlt halt. Also das tut sie auf jeden Fall, Icy Magic stimmt. Aber ob sie jetzt irgendwas für die Falten macht, da würde ich jetzt nichts merken tatsächlich. Also nachkaufen würde ich sie mir tatsächlich nicht. Sie ist jetzt nicht schlecht, aber die von Alverde fand ich besser, weil da hat man wirklich gespürt, dass die Haut ein bisschen spannt. Ein bisschen einklopfen. Fertig bin ich schon mal im Bad, jetzt geht's zu meinem Schminktisch. So, ich hoffe, ihr seht mich einigermaßen. Ich gucke jetzt, dass ich die Produkte hier reinzeige, aber ich werde dieses Mal nicht reden, sondern ich werde mich einfach schminken. Es wird jetzt sozusagen eine Timelapse und ich höre jetzt Weihnachtsmusik. Ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung und wir sprechen uns nachher.
nun fertig mit meinem Look. Falls jemand Frage zu den Produkten hat, einfach unten reinschreiben, dann versuche ich, sie euch zu beantworten. Und jetzt wollte ich noch ein bisschen reden, bis mein Papa kommt. So über die Vlogs, was passieren wird. Ich habe meinen ersten Weihnachtsschmuck hier schon stehen, seht ihr denn? Den habe ich gekauft für 6,90 €, finde ich nicht teuer, mit einer super schönen roségoldenen Kerze. Und das hat die Schwester eines Freundes meines Mannes gemacht. Ich hoffe, das habt ihr jetzt einigermaßen gecheckt. Ich möchte euch noch zeigen, meine Adventskalender, die zeige ich euch gleich. Jeder, der wo meine Videos ein bisschen verfolgt hat, der weiß, wie viele ich wahrscheinlich habe. Es sind sehr viele. Und gestern ist der letzte gekommen, und zwar der von meinem Mann, was echt anstrengend war, denn ich habe den Bio-Kalender von Foodist bestellt. Und ich meine, das erste Mal war ich schuld. Da hatte ich noch die alte Adresse drin, wo wir gewohnt haben. Und es wurde eben dahin geliefert und wurde eben geschrieben, dass es nicht angenommen wurde. Logischerweise, Gott sei Dank. Und dann habe ich denen geschrieben, dass das nicht meine richtige Adresse ist, ob sie es nicht an meine richtige Adresse schicken können. Und habe eben meine Adresse nochmal drunter geschrieben. Können sie machen, haben sie dann auch gemacht. Aber dann ging das Paket wieder an meine alte Adresse. Dann habe ich denen geschrieben, ja, was das jetzt soll, dass das Paket schon wieder an meine alte Adresse gibt, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass ich eine neue Adresse habe. Und dann haben sie auf 3 Mails gar nicht geantwortet, muss ich zugeben. Also da war ich nicht sehr zufrieden. Beim ersten Mal ist es gegangen. Das heißt ja immer, also es steht auch drin, 3 bis 5 Werktage dauert es, bis sie zurückschreiben. Und da haben sie wirklich, ich glaube, 3 Wochen nicht zurückgeschrieben. Und nach der 3. Mail war ich dann schon etwas wütend und so habe ich dann auch geschrieben. Ja, haben sie gesagt, dass es ihr Fehler war. Obwohl sie es geändert haben, ist es wieder dazu gekommen, dass es an die alte Adresse verschickt wurde. Mir gefällt der voll. Finde ich sehr schön. genau, abgelenkt. Und jetzt wurde er endlich an die richtige Adresse geschickt, an meine Adresse. Und er kam gestern auch an und er ist mega schwer. Den zeige ich euch dann auf jeden Fall. Ja, zu dieser Woche. Diese Woche wird auf jeden Fall sehr anstrengend. Wie gesagt, ich habe Nachtschicht. Dann bleibt auf jeden Fall mein Neffe mal über Nacht. Den werde ich aber natürlich nicht zeigen, aber den werdet ihr dann im Hintergrund wahrscheinlich wuseln hören. Und zu den Adventskalendern wollte ich noch sagen, dass ich die wahrscheinlich auspacken werde, nicht vor dem Video, sondern ich werde euch dann die schon ausgepackten Sachen zeigen. Denn wenn ich das im Video mache mit diesen vielen Adventskalendern, dann werden die Videos einfach zu lang. Wenn ihr sehen wollt, jeden Tag sehen wollt, was sich in den Kalendern befindet, dann schaut auf jeden Fall bei mir in Instagram vorbei. Verlinke ich euch hier unten. Da werde ich in der Story jeden Tag, jeden einzelnen Kalender, den ich geöffnet habe, sozusagen herzeigen. So sieht es halt jeden Sonntag. So geht das Ganze einfach schneller, weil sonst seht ihr eigentlich das ganze Video nur, wie ich Adventskalender öffne. Und ist bestimmt auch interessant, aber ich brauche da wahrscheinlich 1 Stunde zum Öffnen dann, wenn ich mit der Kamera da stehe. Und das will ich euch nicht antun und das will ich mir nicht antun. Also falls ihr up to date sein wollt bei den Adventskalendern, könnt ihr auch in Instagram zuschauen. Jetzt kommt gerade mein Mann rüber und bleibt erschreckt stehen. Was ist? Na, ich vlog jetzt. Allgemein. Wie viel ist denn eigentlich? Okay, haben wir viele Stunden. Was wollte ich noch sagen? Nächsten Sonntag bin ich beim Kinderschminken und morgen muss mein Schätzchen, also ich muss ins Lager. Das mache ich so nebenbei während der Arbeit noch. Und dann muss ich mein Auto in die Werkstatt bringen. Mein Schätzchen muss in die Werkstatt, denn ich habe einen Lackfehler vorne. Ja, dummer Zufall. Wir wissen es nicht genau, durch vielleicht die Waschanlage oder doch einen aufgewirbelten Stein von der Straße oder jemand ist mir rangefahren, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall der Lack vorne abgeplatzt, da mein Auto ja neu ist. Das habe ich jetzt erst März mir geholt. Haben mir ein Gutachter kommen lassen, nicht, dass der Lack einfach so abgeplatzt ist, aber es ist eine Beschädigung da. Das heißt, Subaru zahlt das sozusagen nicht, weil es ja eine Beschädigung ist, was ja auch Sinn macht. Aber kulanterweise macht mein Autohaus mir das sozusagen, richtet mir das her, weil wir doch 2 Autos dort gekauft haben, haben sie gesagt, sie machen das kulanterweise. Zeige ich euch auf jeden Fall auch noch den Lackfehler morgen. Der ist auf jeden Fall mega. Ich war auch sehr, sehr wütend, nachdem ich den Lackfehler entdeckt habe. Wird er jetzt gemacht. So, und den Rest, was alles unter der Woche geschieht, das werdet ihr dann sehen. Es wird wahrscheinlich noch einiges dazu kommen. Und ich wollte euch noch was zeigen. Das ist jetzt, muss ich jetzt wahrscheinlich Werbung oben hinschreiben. Ich mache es auf jeden Fall, dann bin ich auf jeden Fall sicher. Aber es ist auf jeden Fall keine bezahlte Werbung. Und da seht ihr meinen Video-Hintergrund. Und ich habe es mir auch selber gekauft, das Produkt. Finde ich, ist ein super Weihnachtsgeschenk, deswegen wollte ich euch das zeigen, mal so als Tipp. Habe ich mir diesen Sommer gekauft, die JBL-Box, wie heißt die, Go-To, glaube ich, Go-To. Ist auf jeden Fall eine wasserdichte Box. Ich glaube, ich habe 29 € dafür gezahlt, also ist echt nicht teuer. Und die ist mega. Die ist wasserdicht, ich nehme die immer mit in die Dusche und die steht hier ständig bei meinem Schminktisch.
zum Musik hören. Also die kann ich euch echt empfehlen. Die hat mega Sound für das, dass es so eine kleine Box ist und so billig ist. Kann ich euch empfehlen. Und jetzt kommen wir zu den Adventskalendern, bevor mein Papa kommt. Die zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr mal eine schöne Übersicht. Hier ist noch der Kalender, der noch verschickt wird, aber der wird erst Mittwoch verlost. Also wenn ihr das Video gesehen habt, beziehungsweise wenn ihr das Video anschaut, dann wird der schon verlost sein. Und ja, das sind jetzt alle Adventskalender, die ich habe. Es kommt voraussichtlich auch keiner mehr dazu, aber wer weiß, was am Black Friday noch passiert. Ah, Black Friday ist auf jeden Fall noch da, werdet ihr auch noch einiges mitbekommen. Und zwar habe ich einmal den Flaconi Adventskalender, den Glossierbox Adventskalender, dann einen Schoko Adventskalender. Das ist meiner, glaube ich, und das ist ein Alex seiner, wenn ich mich nicht täusche. Also irgendwie so. Lookfantastic Adventskalender, Sephora Adventskalender, wo ich erfahren habe, dass der anscheinend mega gehypt ist. Habe ich gar nicht gewusst, denn der wurde jetzt für 166 Euro in eBay verkauft. Ich habe ihn, glaube ich, für 79 oder 89 Euro gekauft und mir hat auch schon eine geschrieben, ob ich den verkaufe. Aber natürlich bleibt er bei mir. Ich will ja kein Geld damit machen, ich will ja selber die Produkte benutzen. Dann habe ich den Zalando Adventskalender. Dann, das ist der besagte Kalender von Alex, der Bier-Adventskalender. Da zeige ich euch auf jeden Fall auch, was da für Bier drin war. Aber den unboxe ich natürlich nicht, denn das ist nicht meiner. Und dann haben wir noch einen Lindt-Adventskalender. Den wollte ich unbedingt haben, weil da Gutscheine von Kaufland drin sind. Eigentlich wollte ich den von Aldi haben, aber den, da waren wir in Urlaub, als es den gab. Und dann war er logischerweise ausverkauft. Also habe ich den von Kaufland genommen und natürlich mein XXL Degusta-Box-Adventskalender. Also da werde ich euch auf jeden Fall unter der Woche zeigen, was in den Kalendern drin war. Also jeden Tag schon, aber ich werde es vorher schon auspacken. Zum Black Friday. Also wir kaufen auf jeden Fall am Black Friday ein, denn wir haben gesagt, also ich und meine Mama haben ausgemacht, dass wir uns am Black Friday treffen und die Weihnachtsgeschenke einkaufen. Denn vielleicht machen wir dadurch, beziehungsweise bekommen wir dadurch ein paar Sachen billiger. Ist es ein Versuch wert? Wenn es Prozente gibt, wäre es natürlich super. Und wenn nicht, dann hätten wir das sowieso gekauft. Also, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, dass man einige spart. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr Geschenke kauft, dann schaut, ob ihr sie nicht vielleicht am Black Friday billiger bekommt. Aber da werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Ja, und jetzt ist es auf jeden Fall bald 5. Ich werde jetzt das Video hier, also für diesen Tag, beziehungsweise vielleicht sehen wir uns nachher noch, werde ich beenden und vielleicht euch nachher noch sagen, wie das Dinner in the Dark war, wie es uns gefallen hat. Aber wir sehen uns auf jeden Fall später. Tschüss! So, guten Morgen, ein neuer Tag ist angebrochen. Es ist jetzt gerade 15 Minuten nach 5, also Viertel nach 5. Und wie ich es gewusst habe, ich habe mich natürlich gestern nicht mehr gemeldet nach dem Dinner in the Dark. Also ich muss sagen, es war sehr, sehr schön. Sehr, sehr lustig. Also am Anfang, wo das erklärt worden ist, das hat er richtig schön gemacht. Ich glaube, das war der Chef, der das gemacht hat und das ist auch der Koch. Bin mir aber nicht sicher. Da waren noch zwei Bedienungen da, die das echt super gemacht haben und die auch echt sehr angenehm waren und jeden Spaß mitgemacht haben sozusagen. Und ja, wir sind da reingegangen. Also es war wirklich ganz dunkel. Also wirklich ganz dunkel, sonst wäre es ja nicht Dinner in the Dark. Und dann gab es eben 4 Gänge und Weißwein und man konnte eben dann den 2 Vorspeisen, glaube ich, was anderes bestellen. Konnte man auf Rotwein wechseln oder auf Bier. Also da wurde man gefragt, wir haben dann auf Bier gewechselt. Ja, wir haben einiges getrunken. Also ich habe schon gemerkt, am Schluss war man dann doch sehr, sehr dösig. Mehr hätte es nicht mehr sein dürfen, auf jeden Fall, aber ist ja mit dabei und deswegen schaut man, dass man nicht zu wenig trinkt, weil es umsonst ist. Gab es als erstes einen Salat, einen Rucola-Salat. Also man konnte dann auch, nachdem man gegessen hat, einmal gegenüber Fremden sitzt. Also ich bin neben meinem Mann gesessen und gegenüber von uns ist ein fremdes Pärchen gesessen. Mit denen haben wir dann diskutiert, was es sein könnte und was es nicht sein könnte. Die waren auch super nett, muss man echt sagen. Da war ich echt froh, dass wir so gute Tischnachbarn hatten, weil da kann man auch andere erwischen. Dann gab es einen Rucola-Salat und irgendein, ja, das ist irgendwie so eine Reisart. Es hat auf jeden Fall nach Reis geschmeckt, aber das ist so eine komische, also es ist kein Quinoa, es ist kein Couscous, es ist irgendwas anders, aber ich konnte es mir leider nicht merken. Mit Paprika und Zucchini drin, war super lecker. Dann als nächstes gab es eine Suppe, ich glaube Gemüsecremesuppe, irgendwie sowas. War auch mega lecker. Da waren wir bei Kürbis- oder Erbsencremesuppe, haben wir geraten. Und oben war so ein Linsencracker. Und das haben wir aus dem Glas getrunken, die Suppe. War am einfachsten, dass man sich nicht voll kleckert. Und dann gab es als Hauptspeise, mega lecker, ein Wiesent tatsächlich. Also habe ich noch nie gegessen. Wir hätten alle auf Rind getippt oder auf Wild. Es war aber im Endeffekt ein Wiesent. Und da gab es dann so Babykartoffelchen dazu und Blaukraut, also
Es war so gut. Und dann gab es als letztes, als Nachspeise noch einen Schokoladenkuchen mit Spekulatius-Parfait und wie heißt die? Ja, so eine Frucht. Kaki. Genau, Kaki war es. Mit einer Kaki. Es war mega lecker. Also, die haben dann draußen alles nochmal aufgereiht, dass man gucken können hatte, was man gegessen hat. Und es war wirklich, war ein schöner Abend. Es war ein richtig schöner Abend. Also, die 100 Euro ist natürlich teuer, aber es war es auf jeden Fall wert, weil man darf so viel trinken, wie man will. Man bekommt 4-Gänge-Menü, also ich konnte mich auf jeden Fall nicht beschweren und es war immerhin für 2 Personen. Also man hat einen 50er für eine Person gezahlt, also das finde ich völlig in Ordnung. Bin dann gestern gleich ins Bett, weil ich natürlich jetzt wieder aufstehen müssen habe um 4:30 und jetzt in die Arbeit muss. Dann habe ich gleich gesehen, dass auf der Juwelkerzen, also ich bin in der so Juwelkerzen-Fanseite, kann man das so sagen. Und da ist reingeschrieben worden, dass es was Besonderes gibt und es gibt wieder den Black Friday Sale, also beziehungsweise den Black Week Sale, weil es ist ja noch nicht Freitag, dass wenn man Kerzen kauft, dass man welche gratis bekommt. Ich warte immer auf diese gratis Kerzen, dann kaufe ich mir die Kerzen, die ich unbedingt will, tatsächlich. Da freue ich mich auf jeden Fall, es gibt gratis Kerzen und ich kann euch jetzt schon sagen, dass auf jeden Fall was verlost wird von Juwelkerze, denn ich habe jetzt ja ein bisschen eingekauft, ein bisschen viel eingekauft, aber das habe ich schon gewusst, also. Und das muss ich mal gucken, ob ich das in einem extra Video mache oder ob ich das im Vlog auch zeige, was ich gekauft habe und wo dann das Gewinnspiel online kommt, aber das werdet ihr ja dann sehen. Ich werde auf jeden Fall einen Titel reinschreiben, wie immer. Da bin ich auf jeden Fall schon mega gespannt, weil jetzt habe ich mir endlich meine Kerzen kaufen können, die ich schon so lange wollte. Aber vorher lohnt sich es immer nicht, wenn die so viel kosten. Das war's auf jeden Fall. Ich fahre jetzt in die Arbeit. Dann werde ich von meinem Mann, also dann fahre ich in die Werkstatt und werde da von meinem Mann abgeholt, weil dann mein Baby, mein Auto repariert wird. Ach ja, ich wollte euch den Fleck noch zeigen, den zeige ich euch gleich unten noch. Aber jetzt muss ich mich auf jeden Fall auf den Weg machen. So, es ist sehr dunkel. Da steht das Auto von meinem Mann und da steht mein kleines Baby. Ja, okay, so klein ist es eigentlich nicht. Aber die nächsten 2 Tage werde ich es nicht haben, mein süßes Auto. Und ich wollte euch schnell den Fehler zeigen. Ich stehe natürlich jetzt direkt davor. Hier seht ihr es. Ist schon, also man sieht es schon von Weitem. Finde ich sehr gut. Ist auf jeden Fall nicht schön und ich bin froh, dass es gemacht wird. Und ich muss nicht kratzen. Sehr schön. So, dann, wir sehen uns dann, denke ich mal, nach der Arbeit. So, in der Arbeit bin ich jetzt tatsächlich fertig. Das heißt, jetzt geht's zur Werkstatt. Und mein schönes Auto abgeben für 2 Tage. Und dann wird mich mein Mann heute und morgen in die Arbeit fahren und wiederholen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Dann denke ich mal zu Hause wieder. Also ich mache zwischendurch noch was, mal gucken. Aber ist jetzt auf jeden Fall nicht geplant. Wir sind wieder zurück. Wir haben Frühstück gekauft. Und jetzt wird schön gegessen. Mein Auto ist in der Werkstatt. Und wird jetzt wieder schön gemacht. Ja, und ich nehme dann auch Videos auf. Ihr seht hier hinten, ist mein Videohintergrund. Ist neben meinem Schminktisch hier. Und das wird aber jetzt, wenn ich dann schmücke, wegkommen, denn dann kommt da der Christbaum hin, genauso wie letztes Jahr. Und da will ich nicht diesen schwarzen Hintergrund haben. Sieht natürlich nicht sehr schön aus, weil da mache ich die Rolle hoch. Und da ist ja unser Burgfenster, dann sieht man die Burg wieder schön. Aber das mache ich irgendwann diese Woche, wenn ich Zeit habe. So, und nochmal alles, denn ich habe gerade das Drehen angefangen und schon viel geredet und gemerkt, dass die Musik an ist. Nicht, dass mir das Video gesperrt wird. Das will ich natürlich nicht. Ich habe jetzt meine Videos fertig gedreht. Hier sieht es noch aus ein bisschen, das muss ich noch aufräumen und hier auf dieser Seite am Boden liegt auch was. Ich habe die Boxen angeboxt, den Rest bis auf die Foxy-Box, die fehlt mir noch, die muss ich noch anboxen, die müsste irgendwann diese Woche kommen. Und einen kleinen Haul habe ich abgedreht, es wird dann online kommen. Habe ja genug Videos für die nächste Zeit und jetzt gehe ich dann auf jeden Fall duschen. Ich muss nämlich unbedingt duschen, bevor ich heute Nachtschicht habe. Ich glaube, sonst wird heute nicht mehr viel verpackt. Kennt ihr das, wenn ihr genau diese Stelle am Ellbogen erwischt? Sonst wird heute wahrscheinlich nicht mehr viel passieren, außer dass ich jetzt duschen gehe, mich ins Bett lege und dann in die Arbeit fahre. Vielleicht sehen wir uns vor der Arbeit nochmal, aber bis dahin. So, nach einem totalen Gammeltag, das Licht ist nicht sehr vorteilhaft, sitze ich wieder im Auto und zwar diesmal im Auto von meinem Mann, weil meins ist ja beim Richten, denn es geht jetzt leider wieder in die Arbeit. Leider, nein, ich arbeite ja gern dort. Es geht in die Nachtschicht. 12 Stunden von 19 Uhr bis um 7 in der Früh. Dann morgen vielleicht schlafen, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ihr werdet es ja dann sehen. So, hallo, ich melde mich mal wieder bei euch. Ich muss etwas leise sein, denn drüben schläft mein Neffe. Ich habe schon wieder einen blöden Schatten hier. Ich muss gestehen, gestern habe ich gar nicht gefilmt und heute auch eher mäßig, weil eben mein Neffe da war und da habe ich ja gesagt, will der nicht filmen. Meine Juwelkerzenbestellung ist hier gekommen, wenn ihr es seht. Die zeige ich euch gleich ein bisschen. Ja, gestern war
nicht viel los. Ich hatte Nachtschicht, ja, und die Nachtschicht, die war ja recht stressig. Es waren nicht viele Einsätze, es waren aber blöde Uhrzeiten. Und natürlich habe ich dann zu Hause sehr viel geschlafen. Im Endeffekt bin ich aufgewacht, habe ein bisschen Fernsehen geschaut und gleich wieder in die Arbeit. Deswegen war das jetzt nicht so interessant. Und ja, von gestern auf heute hatte ich ja auch wieder Nachtschicht. Wieder dasselbe, nicht viele Einsätze, aber blöde Zeiten. Und habe dann auch wieder geschlafen und bin aufgestanden, habe dann meinen Neffen geholt und war dann mit meiner Mutter in Straubing, weil wir mein Auto geholt haben. Denn der Fleck ist endlich weg, sieht wieder top aus und mein Auto ist sogar gewaschen worden. Also bin auf jeden Fall mega begeistert und ich bin auch froh, dass ich mein Auto jetzt endlich wieder habe. Obwohl jetzt das Auto von meinem Mann auch nicht schlecht zum Fahren ist, aber ich habe halt mein Auto lieber. Jetzt ist mein Neffe bei mir. Morgen in der Früh muss ich dann zu meiner Oma, beziehungsweise meinen Neffen zu meiner Oma bringen, weil ich dann auch wieder in die Arbeit muss. Zurzeit ist es etwas stressig mit Arbeit. Aber ich habe schon etwas eingekauft für Black Friday, also bei Shein, glaube ich, habe ich eingekauft, weil ich unbedingt Hosen brauche. Bei Deichmann, weil ich unbedingt Schuhe brauche, da habe ich für meine Mama mitbestellt. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit, wenn das da ist. Ich habe mir Kopfhörer bestellt, da bin ich mega gespannt, wie die funktionieren. Die kann ich euch sogar schon zeigen. Und zwar sind es diese Wireless-Kopfhörer. Muss ich jetzt wieder Werbung hinschreiben. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, werde ich machen und werde euch auf jeden Fall berichten. Die sind aber jetzt billiger in der, wie nennt man das jetzt, Black Week. Das heißt ja nicht mehr Cybermonday bei Amazon. Die sind eben wireless logischerweise, haben ein Mikrofon drin. 3 Stunden können sie Musik spielen. Die haben einen Smart Touch, also die haben an dem Knopf eben so ein Berühr. Ja, so ein Touchscreen. Dann sollen eben komfortabel sein. Und man kann sogar dieses Gerät hier als Powerbank verwenden dann. Und das habe ich interessant gefunden. Ich will unbedingt so Wireless-Kopfhörer. AirPods natürlich nicht, weil mir die erstens zu teuer sind und zweitens sehe ich das einfach nicht ein. Und jetzt habe ich mir gedacht, probiere ich einfach mal die aus. Die hatten auf jeden Fall eine gute Bewertung. Ich glaube 4 von 5 Sternen. Und die haben mir von der Aufmachung her gefallen. Ich habe die jetzt in der Farbe Blau, glaube ich. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie die sind und werde sie dann unten verlinken. Ich habe mir auch noch eine Uhr bestellt, so eine billige Sportuhr für meine Arbeit, weil da kommt natürlich Desinfektionsmittel dran und da will ich jetzt nicht eine teure Uhr dran tun. Die Uhr beschädigt dann. Und die war auch runtergesetzt, habe ich auch in der Black Week gekauft. Einiges bestellt. Schon einiges bestellt. Ja, ist mein Verderben. Dieses Mal ist es nicht nur Black Friday, sondern es gibt die Black Week. Es kommt auch noch eine zweite Bestellung von Juwelkerze. Das war jetzt nur die erste. Aber mit den Gratiskerzen bin ich so schon zufrieden. Ich habe einmal ein Armband, einmal ein Ring in Größe S. Auf jeden Fall meine Größe. Und einmal ein Ring in Größe M. Das ist nicht meine Größe. Das muss ich mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht werde ich es auch verlosen. Aber jetzt muss ich erst schauen, dass ich ein bisschen was tausche, denn ich will unbedingt die Katzenberger Kerze. Und die war bei mir leider nicht dabei, aber ich versuche sie dann zu ertauschen. Muss ich dann gucken, ob ich morgen filmen kann. Will auf jeden Fall schauen, dass ich morgen noch schmücke, wenn ich dazu komme, denn wir müssen auch noch Schminken üben. Wir machen Kinderschminken bei uns im Christkindlmarkt in der nächsten Ortschaft. Da will ich und meine Mama noch üben, dass wir das schön hinbekommen. Und vielleicht filme ich da auch, weil meine Mama hat eigentlich nichts dagegen, dass ich filme. Deswegen mal gucken, ob ich euch da mitnehmen kann. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall den Wein aufmachen und werde dann warten, bis ich ins Bett gehe und die Kopfhörer ausprobieren. Ganz wichtig, die Kopfhörer ausprobieren. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. So, es ist wieder ein Tag vergangen und ich melde mich wieder. Also diese Woche ist eindeutig keine gute Vlog-Woche. Ja, gestern war es recht stressig. Ich habe gearbeitet im Lager und ja, wir haben eben Inventur machen müssen und alles ins Lagerprogramm einpflegen, weil bei uns soll jetzt ein Lagerprogramm kommen. Das war mein Handy. Und ja, das hat sehr lange gedauert. Ungedacht lange, also ich dachte, es ist kürzer, aber dann war ich noch bei meiner Mama und eigentlich wollten wir heute die ganzen Sachen bestellen am Black Friday, aber es gab schon so viele Angebote, dass wir das einfach gestern schon gemacht haben. Tatsächlich, ich werde euch das Ganze, was ich bestellt habe, also die Weihnachtsgeschenke, auch filmen, aber natürlich an den Vlog online bringen, der nach dem 24. kommt, denn ich will natürlich nicht, dass irgendjemand seine Geschenke sieht. Machen wir nicht. Und ihr seht es hier hinten schon, ich habe einige neue Kerzen bekommen, also diese hier ist neu und seht ihr sie? Diese hier ist neu, die anderen 2 hatte ich schon. Und hier stehen nun die ganzen Gratiskerzen, also insgesamt 7 Gratiskerzen. Und ich habe tatsächlich auch schon eine Badebombe, also beziehungsweise ich, mein Mann. Eigentlich wollte ich die nur herzeigen, aber ist ja jetzt egal. Es war so ein Tannenbaum von Juwelkerze, verlinke ich euch unten. Und da hat es ein bisschen einen Twist gegeben. Ich bin ja in der Juwelkerze Tauschbörse und
Es wurde eigentlich gesagt, dass in diesem Schneemann, den habe ich auch, und in diesem Tannenbaum-Bodykugeln nur Weihnachtsmotive drin sind. Und jetzt hatten eben einige keine Weihnachtsmotive drin, sondern nur diese Klassikmotive, die in jeder Kerze drin sein können. Und die waren natürlich stinkig, was ich auch verstehe. Und es wurde sogar ein Screenshot gemacht von der Beschreibung von den Bodykugeln, und in der stand, dass da eben diese Weihnachtsmotive, nur diese Weihnachtsmotive drin sind. Und als sich dann die ersten beschwert haben, wurde das auf einmal geändert. Und dann wurde das auf die Person geschoben, die in der Öffentlichkeit sitzt, also die immer die Livestreams für Juwelkerze macht, die Franzi. Und das finde ich echt nicht in Ordnung von dem Unternehmen. Also mich würde es nicht wundern, wenn die das jetzt dann irgendwann hinschmeißt. Also Juwelkerze war am Anfang viel besser, muss ich sagen. Das wurde ja jetzt, glaube ich, verkauft bzw. übernommen von, keine Ahnung. Und seitdem sagen sie oft, Kaugummi-Automatenschmuck ist mittlerweile drin, was ich jetzt nicht finde. Also ich finde die Schmuckstücke bis jetzt relativ schön. Und aber ich finde es doof, dass die nicht mal die Wahrheit sagen. Wenn die versprechen, dass in jeder Bodykugel so ein Weihnachtsmotiv drin ist, dann soll auch eins drin sein. Fertig. Ja, und sich dann da rausreden, das geht nicht, wenn man dann schon Screenshots hat und alles beweisen kann. Erst recht nicht, weil dann ist man erst recht unglaubwürdig. Also das finde ich schwach von Juwelkerze, richtig schwach. Und ich werde auch so, ich werde noch bestellen, aber nur noch bei Aktionen. So werde ich auf jeden Fall nicht mehr einkaufen, weil ich das nicht einsehe. Aber jetzt kommen wir zur Bodybombe. Und zwar hatte ich deswegen Angst, dass ich eine Classic Edition Kette drin habe, obwohl ich auch die Bodykugel eben gekauft habe, weil da so Weihnachtsmotive drin sind. Aber ich hatte Glück, tatsächlich. Ich hatte Glück. Ich hatte nämlich diese süße Kette hier drin. Die könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. Das ist eine kleine Schneeflocke. Die ist mega süß. Also ich hatte Gott sei Dank eine dieser Weihnachtsketten drin. Mir hat doch auch schon eine geschrieben, ob ich die verkaufe, aber die werde ich auf jeden Fall behalten, denn die ist so, so süß. Ach, ich finde die echt putzig. Also ich bin echt froh, dass ich die drin gehabt habe. Also das war's mit Juwelkerze. Ich werde auf jeden Fall ein Gewinnspiel machen, denn ich habe jetzt einige Kerzen und ich werde nicht alle brauchen. Mich juckt schon in den Fingern, dass ich die Juwelkerzen, den ganzen Schmuck raushole, aber das ist ja dann nicht spannend. Das heißt, ich werde jeden Advent eine andere Kerze plündern. Vielleicht werde ich mit denen da hinten anfangen. Mal gucken, ich weiß es nicht. Aber ich bin schon mega gespannt. Das habe ich ja schon geplündert, aber die Bodykugeln, die zähle ich jetzt nicht dazu. Kerze verlosen, aber ich habe mich dazu entschieden, ich mache eine Nikolaus-Verlosung mit Juwelkerze. Also wenn der Nikolaus ist, auf jeden Fall einschalten. Dann wird eine dieser Kerzen verlost. Aber das werde ich im Vlog machen. Das war es jetzt zu Juwelkerze. Ich wollte euch noch mein neues Armband zeigen. Meine neue Armbanduhr. Die habe ich tatsächlich auch Black Friday als Black Friday-Angebot gekauft bei Amazon. Jetzt muss ich wieder Werbung reinschreiben, aber habe ich auch selber gekauft. Und ihr seht es schon, das ist so vertikal. Und die ist eigentlich recht cool. Das Einzige, was nicht so funktioniert, das ist normalerweise, wenn man den Arm so dreht, sollte die Uhr angehen. Aber okay, irgendwo für 18 Euro müssen sie einsparen. Aber wenn man vorne drauf tippt, dann erscheint auch die Uhrzeit. Und die zählt die Schritte. Man kann eben die den Schlaf überwachen. Aber das muss man in der App einstellen. Das hat meine Breuer-Uhr von selber gemacht. Aber die ist mittlerweile kaputt. Deswegen eben die neue. Die habe ich mir für die Arbeit gekauft, weil man die Gummibänder eben desinfizieren kann. Und was cool ist, es war nicht nur das rosane Armband dabei, sondern es war auch noch ein schwarzes Armband dabei. Das heißt, wenn es kaputt ist, ich habe auf jeden Fall noch Ersatz. Ja, und was noch? Man kann auf jeden Fall, sie ist wasserdicht, also wasserdicht, spritzwasserdicht. Also nicht vollkommen wasserdicht, man kann mit ihr nicht ins Wasser gehen, aber spritzwasserdicht, dass man eben auch joggen gehen kann im Regen und was weiß ich. Und man kann das Handy suchen, was ich mega cool finde. Also ich verlege super oft mein Handy und finde es nicht und suche dann eine halbe Stunde, bis ich es finde. Und da tippt man dann einfach vorne drauf. Ich glaube, ich zeige das euch jetzt mal. So, ich versuche das jetzt irgendwie zu filmen, was sehr schwer ist. Da tippt man eben vorne auf den Kreis, wenn ihr den hier unten seht. Dann erscheint es und ich habe einen Schrittzähler auf jeden Fall drin. Ich muss jetzt leider tippen und dann drauf schauen, wie viel Kilometer, dass ich gegangen bin, wie viel, dass ich verbrannt habe. Ja, heute war es noch nicht sehr viel. Ich habe überwiegend gelegen. Dann wie viele Minuten, dass ich gegangen bin und Wecker kann ich einstellen, sogar sehr viele, was ich bei meiner Beurer-Uhr auch nicht konnte. Da konnte ich bloß einen Wecker einstellen und jetzt habe ich wirklich ungefähr 10 Wecker da drin. Und da kann man eben das Handy suchen, da muss man unten wieder lange auf den Kreis drücken und dann macht das Handy eben einen Klingelton und das ist das normale, was man sieht, 18:08 Uhr, Freitag der 29. Akkuzeichen und so. Also ich finde die Uhr auf jeden Fall cool, die kann auf jeden Fall mehr wie die Beurer-Uhr und ist billiger gewesen. Ja, und hat ein Touchscreen. Wie gefällt sie? Wollte ich euch nur zeigen. Ich habe jetzt auch die Kopfhörer probiert tatsächlich. Dazu kann ich euch jetzt auch was sagen. Was ich jetzt nicht so bewerten kann, das ist das Telefonieren. Ich habe gesagt, mein Mann soll mich anrufen und schauen, wie das Mikrofon ist. Und tatsächlich am Anfang hat es gut funktioniert und auf einmal nicht mehr. Deswegen, ja. So, ich zeige euch die Kopfhörer nochmal. Die sind in der Farbe blau. Wenn man sie rausnimmt, dann gehen sie an, sollten sich
pairen, also verbinden. Und die sind automatisch schon mit meinem Handy verbunden. Und das ist recht cool, weil die haben Touchscreen vorne, also kein Knopf. Wenn man einmal drauf tippt, kann man eben starten, also die Musik starten oder auf Pause drücken. Wenn man zweimal drauf tippt, dann kann man, glaube ich, vorspulen und zurückspulen. Wenn man dreimal drauf tippt, auf die rechte oder linke Seite, dann kann man, okay, Google, ich hoffe, mein Handy geht das nicht an, nö, kann man Google starten, Assistant oder auch Siri, je nachdem, was man hat. Bei mir ist es eben Google, weil ich ein Huawei habe. Und wenn ich lange auf die rechte Seite tippe, werden sie lauter. Und wenn ich lange auf die linke Seite tippe, dann werden sie leiser. Also man kann schon viel mit denen machen. Und wie gesagt, das als Powerbank verbinden, das sind jetzt von Airbilly. Also ich finde sie cool, waren jetzt nicht so wahnsinnig billig, gibt auch billigere, die haben jetzt, glaube ich, 30 Euro gekostet, aber ich wollte, also es gibt noch teurere, aber ich wollte sowas in der Mitte haben. Nicht ganz billig, aber auch nicht ganz teuer. Und es wird auf jeden Fall noch einiges kommen, was ich Black Friday gekauft habe, aber das kommt jetzt so nach und nach und auch die Geschenke, weil alles, was so zu meiner Familie geht, also an meine Familie verschenkt wird, kommt zu mir. Zum Beispiel mein Papa, mein Bruder, meine Schwester und so weiter, weil das einfach ist, damit keiner die Geschenke sieht. Und alles, was ich für meinen Mann bestellt habe, kommt zu meinen Eltern, damit der nicht sieht, was ich bestellt habe. Obwohl, ich glaube, eins kommt hier. Das war's eigentlich. Ich gehe jetzt in die Arbeit. Ich habe wieder Nachtschicht. Ich habe auch leider Samstag und Sonntag, also morgen und übermorgen, Nachtschicht. Und dann gibt es auf jeden Fall Zuschläge wenigstens. morgen gehen wir auf jeden Fall auf den Nikolausmarkt bei uns hier im Dorf, in der Burg. Und da werde ich euch wahrscheinlich mitnehmen. Und am Sonntag haben wir eben im Christkindlmarkt, einen Ort weiter, Kinderschminken vom Jugenddruckkreuz aus. Und die Kinder kann ich natürlich nicht filmen, aber vielleicht kann ich meinen Neffen oder meinen Bruder filmen, wenn ich denen was geschminkt habe. So, das war's auf jeden Fall. Bis jetzt war es eigentlich mehr ein Erzählvlog. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber es wird auf jeden Fall noch besser. Aber die Woche mit Nachtschicht, die ist einfach... Ich weiß nicht, ob jemand von euch Nachtschicht arbeitet, aber im Endeffekt verschissen. Du arbeitest, gehst heim, schläfst, wachst auf und gehst wieder in die Arbeit. Genauso wie mit Spätschicht und deswegen. Aber nächste Woche habe ich Frühschicht und da ist einiges geplant wieder. Und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt muss ich mich beeilen, denn ich muss unbedingt in die Arbeit. Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen. Entschuldigt das Chaos hier, das habe ich immer noch nicht weggeräumt. Wir waren einkaufen. Es steht einiges jetzt hier rum und das will ich euch natürlich zeigen. Wir fahren mit dem Einkauf beim Edeka an. Ich habe einmal einen Adventskranz gekauft, weil ich bin, wie ihr gesehen habt, noch nicht zum Schmücken gekommen, dass wir wenigstens morgen für den ersten Advent einen Adventskranz haben. Der hat 9,99 gekostet, den fand ich schön, schön einfach. Fand den schön und deswegen kam der mit. Dann haben wir einmal gekauft Eier, müssen bei uns immer sein, denn ich liebe Spiegeleier. Da esse ich so viele. Dann hat sich mein Mann einmal mitgenommen, ganz ungesund Backkammenbär. Einfach schnell für heute, weil wir nicht lange zu Hause sind. Dann haben wir uns gekauft, natürlich unser Lebenselixier, einen Kaffee, der darf nie fehlen. Dann haben wir noch gekauft, einmal Grünländer, der war runtergesetzt, mag ich total gerne. Sonst nehmen wir immer den von gut und günstig. Dann habe ich einmal gekauft, beziehungsweise zweimal Mozzarella und hoffe, dass ich dieses Mal auch was erwische, weil die letzten Male hat mein Mann immer den Mozzarella weggegessen. Genau, hier ist das zweite Päckchen. Alles von gut und günstig, weil es eben gut ist und günstig. Dann hat mein Mann zweimal gekauft diese Schlemmerfilets. Die essen wir total gerne. Einfach auch schnell, wenn wir eben beide arbeiten müssen und keine Zeit zum Kochen haben. Genau, da ist das zweite. Dann haben wir noch gekauft
beziehungsweise ich habe mir gekauft einmal Mozzarella-Sticks, die mag ich, nichts kaputt gegangen, Gott sei Dank. Die Mozzarella-Sticks, die mag ich total gerne. Aber das ist echt schwierig, die zu machen, weil da muss man genau abpassen, dass die nicht zerlaufen in der Fritteuse drin. Also ich tue mal 4 Minuten und dann funktioniert es eigentlich. Dann haben wir gekauft einmal Bolognese-Soße, da kaufen wir eigentlich immer diese, weil wir die nicht selber machen. Kommt immer die für Spaghetti oder Tortellini, eigentlich für alles, was nudelmäßig bei uns geboten ist. Dann haben wir gekauft Körnigen Frischkäse, auch von Gut und Günstig, mit Halbfettstufe. Essen wir einfach gerne. Hatten wir tatsächlich jetzt eine Zeit lang nicht mehr, aber jetzt musste er mal wieder mit. Dann, das brauche ich auf jedes Brot, wo Wurst oder Käse draufkommt, Letter. Ich hasse Rahmer, ich hasse Butter. Bei mir geht nur Letter und die ist jetzt aus. Deswegen bin ich froh, dass ich wieder eine neue habe. Ich habe mir gekauft einmal einen Schwarzwälder Schinken. Eigentlich kaufe ich immer den Lackschinken, aber heute wollte ich mal diesen Schwarzwälder Schinken. Da ist auch mehr drin und deswegen habe ich mich heute für den entschieden. Hat sich mein Mann noch gekauft von Salakis Schafmilchkäse. Der war runtergesetzt und den isst er total gerne. Dann haben wir noch, weil Weihnachten ist natürlich, 2 Flaschen Glühwein gekauft. Die haben jetzt mit müssen. Ich kann zwar heute keinen trinken, aber mein Mann will, bevor wir in den Christkindlmarkt gehen, einen Glühwein trinken. Jetzt geht mir dann der Platz hier aus. Und da haben wir nur noch eine 2. Flasche von demselben Glühwein drin. Die lasse ich jetzt drin. Dann, ganz wichtig, Avocado. Und wahrscheinlich wissen die Weißen, was ich damit mache. Guacamole. Denn ich liebe Guacamole. Und wir haben Bananen einmal gekauft. Die Banane, die kommen hier gleich zum Obst mit dazu. Dann haben wir noch Äpfel. Die kommen auch gleich in eine Schale rein und hier an den Tisch. Aber nicht zu dem anderen Obst, das wissen wir ja. Dann haben wir für die Guacamole und auch so müssen die bei uns immer mit, also immer 2 Päckchen von diesen Mini-Tomaten, Cherry-Tomaten von Gut und Günstig, die sind mega lecker. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang welche von Kaufland gegessen, aber nichts geht über die Gut und Günstig-Tomaten. Genau, dann haben wir noch mitgenommen, auch für die Schnelle. Dieses Mal ist es recht ungesundes Essen, aber wir sind einfach viel am Arbeiten und da ist sowas Gold wert. Einfach so Piccolini-Speziale, wenn wir wieder beide arbeiten sind. Dann haben wir uns wieder mitgenommen. Mega lecker, Kohlrabi. Hatten wir letztes Mal auch mitgenommen und musste jetzt einfach auch wieder mit. Natürlich einmal Paprika. 3 verschiedene Farben. Noch eine Avocado. Die sind schon sehr weich. Ich glaube, die muss ich relativ schnell machen. Die mache ich mir, glaube ich, gleich am Montag. Dann einmal Zitronen für den Tee, für die Guacamole. Und einfach so für Zitronenwasser kaufen wir das immer. Dann eine Gurke, die muss auch immer mit. Dann ganz wichtig, was ich zur Guacamole dazu essen möchte. Diesmal keine Chips, sondern Süßkartoffelpommes. Denn ich habe tatsächlich, letztes Mal waren wir bei Hans im Glück und da habe ich mir Süßkartoffelpommes mit Guacamole-Dip gekauft. Und es war so mega lecker und das wollte ich jetzt einfach nachmachen. Die waren jetzt nicht so billig, die haben glaube ich 2,29 gekostet. Also jetzt nicht so billig und die Avocado 1,99 insgesamt. Ist schon ein teures Essen, aber wollte ich jetzt unbedingt mal selber machen. Dann haben wir noch einmal Kaisergemüse von Gut und Günstig. Ich glaube, das kostet 99 Cent oder so um den Dreh. 1000 Gramm, das kaufen wir eigentlich gar nicht so oft, aber heute, ich liebe Brokkoli und Blumenkohl. Mit den Karotten habe ich es tatsächlich nicht so. Ich müsste eine ganze Tüte voller Brokkoli und Blumenkohl kaufen, das würde mir reichen. So, und jetzt ist das runtergefallen. Wir haben hier noch drin einmal eine Ingwer, auch für den Tee. Das ist jetzt eher nicht so meins. Ich mag es eher mit Zitrone, Ingwer ist mir zu scharf. Und dann haben wir noch, auch ganz wichtig, vor allem für Brezen, Leberwurst. Die muss bei uns auch immer mit. Ja. Und so sieht der Tisch jetzt aus. Noch schlimmer als vorher. Und ich räume das erstmal weg. Und dann zeige ich euch da vorne, was ich am Black Friday schon mal ein bisschen gekauft habe. So, Tisch ist wieder einigermaßen sauber. Die Kerzen stehen jetzt da weiter hinten. Und jetzt wollte ich euch zeigen, was ich bestellt habe. Zu Black Friday. Einmal Schuhe für mich und meine Mama. Aber die von meiner Mama, die sind jetzt schon unten. Die kann ich euch leider nicht zeigen. Und zwar habe ich mir einmal bestellt von Graceland. Diese Stiefel, denn ich brauche unbedingt schwarze Stiefel. Ich habe eigentlich welche, aber die gehen jetzt hier vorne auseinander. Da geht die Sohle runter und deswegen habe ich unbedingt neue gebraucht. Ich habe mir einmal etwas höherne zum Fortgehen gekauft. Die muss ich unbedingt noch hier die ganzen Fussel entfernen. Einmal diese hier, die haben gekostet 29,90 und die waren um die Hälfte reduziert, genauso wie diese Schuhe hier. Also die haben noch 14,95 glaube ich, haben die noch gekostet. Einmal diese und dann habe ich mir einmal von Land Rover, da habe ich tatsächlich meine rosanen Schuhe hier, die finde ich mega. Habe ich mir auch schwarze Stiefel gekauft, aber natürlich noch etwas flachere, weil mit denen immer laufen wird dann doch ein bisschen anstrengend.
Und zwar habe ich mir diese hier gekauft. Die sind eben oben so rot, haben schon ein bisschen Absatz, auch zum Schnüren und an der Seite mit Reißverschluss. Und die haben eben ein super Profil. Das finde ich bei den Land Rover so gut, dass die so ein gutes Profil haben. Die haben jetzt auch kein schlechtes Profil, aber das von den Land Rovern ist halt besser. Und die sind halt dann meine richtigen Winterschuhe. Ja, dann habe ich einmal höhere, schönere und einmal die für jeden Tag. Genau. Und die haben gekostet 39,90. Also ich glaube, ich habe 20 Euro noch dafür gezahlt. 19,95, wenn ich mich nicht täusche. Also auf jeden Fall mega gespart. Auch meine Mama hat zwei Paar Schuhe für 50% reduziert gekauft. Einmal diese hier. Und dann öffnen wir dieses Paket. Das habe ich selber noch gar nicht geöffnet, denn das ist gestern erst gekommen. Dann gucken wir mal. Denn ich habe bei Beauty Bay was bestellt, weil da auch, ich glaube, da gab es 20% Rabatt. Schon sehr viel Verpackungsmaterial und trotzdem ist es nicht so geschützt drin. Ihr seht es hier schon rausgucken. Ich hoffe so, dass sie heil ist. Ich habe mir gekauft, es musste jetzt einfach sein, die Anastasia Beverly Hills Norwina Palette war reduziert. Also normalerweise kostet die 54 Euro. Ich glaube, ich habe jetzt um die 38 Euro nur noch gezahlt. Und die musste einfach mehr. Ich konnte mich auch echt nicht entscheiden, welche ich nehme. Ich wollte unbedingt eine haben. Und das Gefühl, das ist schon mega. So schön samt. Und jetzt, ich hoffe, sie ist heil. Ja, sie ist heil. Ach, so schöne Farben. Seht euch das an. Also ich werde sie auf jeden Fall in den Haul reinpacken. Ich werde noch einen Black Friday Haul machen und werde dann auch Farben swatchen. Oh, die sehen schon mega aus. Und die ist, glaube ich, ein bisschen emuliert, die Farbe hier. Ach, so schön. Gefällt mir. Freue ich mich, die mal auszuprobieren. Hier seht ihr mich. Bin ich gespannt, aber da, die musste einfach sein. So, jetzt ist es Samstag in der Früh. Ich war wieder, wie gesagt, in der Arbeit. Hab dann meine Schwägerin ins B mit auch zu meinen Eltern genommen und jetzt waren wir noch beim Edeka eben einkaufen. Jetzt werde ich ins Bett gehen und Nachmittag geht es auf den Nikolausmarkt. Muss ich mal gucken, ob ich das noch in den Vlog packe oder schon in den nächsten Vlog, denn ich muss das Video auf jeden Fall heute bearbeiten, damit es natürlich morgen online kommen kann. Mal gucken, wie ich das schaffe. Es wird auf jeden Fall stressig, aber wir schon. Also werdet ihr schon sehen, ob der Nikolausmarkt noch mit drauf ist oder nicht. Und dann sage ich auf jeden Fall schon mal Tschüss. Verabschiede mich hier mit dem Vlog und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche, wenn der Teil 2 online kommt und wo auf jeden Fall dann einige Gewinnspiele. Also heute noch nicht, weil ich es einfach nicht geschafft habe, aber es ist schon was bestellt und es ist auch schon was da, aber das ist für den 24. Und am 31. wird ja alles verlost, hier aus den Kalendern, was ich schon habe oder was ich nicht verwende. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, also am 31. Schaut auf jeden Fall vorbei und ich meine, die Juwelkerzen-Gewinnspiel kommt ja auch noch online als Nikolaus-Verlosung. Das wisst ihr eh schon alles, den 24. wisst ihr noch nicht, aber das seht ihr dann schon. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen ersten Advent. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten X-Mess-Vlog, der am Sonntag online kommt, wieder wie die nächsten 4 Wochen, also bis zum Silvester, Sonntag und Dienstag und Donnerstag meine ganz normalen Videos, also Unboxings und was weiß ich. Genau, deswegen da auf jeden Fall auch vorbeischauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!